My name is Slim Haley. Slim Haley. Slim Haley. Ja, danke, dass wir da sein dürfen, Haley. Selbstverständlich, keine Frage. Heute kommt der Moritz Thiem, der jüngere von den zwei Thiem-Brüdern. Ja. Und wir dürfen dir zuschauen, wie du ihn tätowierst. Mhm. Machen wir dich nicht nervös? Nein, überhaupt nicht. Wir hoffen, dass wir den Moritz nicht nervös machen. Nein, überhaupt kein Problem. Ey, was willst du nervös sein? Weil wenn man schaut, was du schon für Sportstars tätowiert hast, die ganzen Schätze da an der Wand, gib uns mal ein bisschen einen Überblick. Auf was bist du besonders stolz? Ja, ich habe manchmal schon Geschenke bekommen, wo ich mir gedacht habe, das würde ich als Sportler nicht hergeben. Weil zum Beispiel von Andreas Ogris der goldene Schuh bei der Stadthalle, das ist schon sogar mal ein Geschenk, wo ich sage, pff, ein Wahnsinn. Was mir gleich angestochen ist, was hat es eigentlich mit diesem Versace-Tischtennisschläger auf sich? Ja, Versace ist eine ganz super Geschichte. Versace war... Ich war in Manchester und der Marco hat bekommen einen Tischtennistisch. Und natürlich, wie der Marco jeder kennt, kann er ja alles und ist über der Beste. Und da haben wir halt einmal gesagt, dass es nicht so ist. Das heißt, ich habe da mit ihm gespielt. Und er hat gesagt, wenn ich ihn schlage, dann kann er mir was aussuchen. Und da habe ich gesagt, okay, ist in Ordnung, ich werde mir immer schon Versace-Schuhe kaufen, die gefallen mir so gut. Sagt, ja, wenn du jetzt irgendwie gewinnst, dann kaufe ich da ein paar Versace-Schuhe. Ja. Und haben halt einmal gezeigt, wie man die Stimme spielt. Und dann habe ich die Versace-Schuhe gekriegt von ihm. Und den Schläger, das ist ehrlich nur eine Erinnerung, dass ich genau weiß, dass ich mit einem Tischtennis gespielt habe. Dann habe ich den Schläger bekommen. Du und Destos sind die Schläger von den Thiem-Brüdern. Ja. Weißt du auch, wie man richtig einen Tennisschläger hält? Ja, ich glaube eigentlich schon. Ich schaue mal, ich sage einmal, sicher nicht so schlecht aus, wenn ich einen Schläger in der Hand habe. Aber ich sage einmal, nein. Und was hast du dem Moritz jetzt schon tätowiert? Der Moritz war bei mir. Und hat unbedingt haben wollen, irgendwas mit einem Tiger. Und da hat sich dann das so entwickelt, dass er gesagt hat, er wäre das gerne haben am Unterarm. Weil er hat ja immer Schweißbandel. Und hat immer ehrlich haben wollen, dass der Tigerkopf ein bisschen ausschaut. Ja, und der hat einem ehrlich so gut gefallen. Und es war so ein super Tag, wie wir da tätowiert haben, dass wir so ehrlich richtige Freunde geworden sind. Und heute kommt er wieder vorbei. Na passt, na, dann warten wir mal. Ich will auf dem Urwackel sitzen. Ich habe schon meinen Schläger, wenn man den damit los. Schläger nicht mehr da, okay, sonst sicher zwei aus der Hand. Voll auf ihren Banker. Hi, wow. Servus, Heli. Wie geht's? Super. Alles gut? Servus, Moritz. Wie geht's? Hi. Alles gut? Gut. Sehr gut. Ah, schau, da ist er. Da ist er, der Tiger. Heli, was, bist du zufrieden? Ja, super. Ist schön geworden. Gefällt wunderschön. Mir. Ja, super. Weißt du schon, was heute wird? Ja, ich bin schon, gespannt, was es wird. Ungefähr ein Universum mit Planeten, ja, Sternen, so okay. Circa. Super. Also hier auf jeden Fall. Ja. Okay, super. Mhm. Gut, dann gehen wir rüber, oder? Dann schauen wir uns das mal an. Universum und das ist okay, kein Problem. Gut, mein Freund, dann können wir starten. Also, so das ganz leicht bewusstlos werden, macht er keine Kopfzerbrechen, es kann dir nichts passieren. Passt. Hast du gefrühstückt? Ja. Das ist gut. Ich fange gleich da mal an, dass du gleich mal weißt, wie es ist. Passt. Okay? Jo. Jetzt? Gut. Du Heli, wenn du den Moritz mit anderen Sportlern vergleichst, wo ist er da von der Wehleidigkeitsgrenze ungefähr? Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Tennisspieler eigentlich im Prinzip, sage ich, habe ich jetzt schon ein paar gehabt, sind eigentlich sehr, sehr brav, sehr tapfer. Kamura eigentlich im Prinzip, sind wirklich brav. Also nicht so wie die Fußballspieler, muss ich auch ehrlich sagen. Moritz, wenn du das vergleichst mit einem anderen Schmerz, wo würdest du das ungefähr einordnen? Schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, es ist so wie Akupunktieren. Also ich war früher, wie ich ein Kind war, habe ich ziemlich stark Allergie gehabt. Und ich war oft Akupunktieren und da stechen sie halt auch Nadeln ins Ohr rein an gewissen Punkten.
Und das ist relativ der gleiche Schmerz eigentlich. Gut, als Sportler musst du es eh gewohnt sein, über die Schmerzgrenze zu gehen. Ne? Also bist du ein Beißer, würdest du sagen, da gibt es Gas? Ja, also ich trainiere jeden Tag 4-5 Stunden. Also von dem her, ohne harten Training geht es nicht, sonst kommt man nicht weiter. Ja. Wie war das bei dir früher, Heli? Als Eishockeyspieler brauchst du auch Kondi, ne? Ja, eigentlich schon. Ich war eigentlich in meiner Jugendzeit, ich bin jetzt nicht so alt, aber in meiner Jugendzeit habe ich eigentlich zwei Sportarten gemacht. Ich habe ja Breakdance-Tanz und habe Eishockey gespielt. Und im Prinzip war das Breakdance eigentlich wie Bodenakrobatik. Das hat mir eigentlich schon sehr viel geholfen. Im Ganzen, weil ich bin, also das war schon für mich immer, ich habe am Tag so 5 Stunden Breakdance gemacht und dann 3 Stunden am Tag Eishockey gespielt und das täglich. Also ich sage einmal, ich habe das braucht, das ist einfach, wie eine Sucht ist das, glaube ich, schon. Man, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wäre Tennis, glaube ich, eher nichts für dich gewesen, oder? Da hätte ein bisschen der Körperkontakt gefehlt, oder? Ja, das stimmt. Aber es war nicht dieser Sport, dass ich so, boah, das war meins. Weil ich sehr beim Eishockey und bei jedem Sport immer was erreichen will. Und das ist ein ganz großes Problem für mich. Wenn ich was erreichen will und dann schaffe ich das nicht und dann lacht mich vielleicht irgendeiner aus. Da war der McEnroe war nicht schlecht. Ne? Ich glaube, ich war der Erste gewesen, der den Schläger ins Kreuz reingekaut hat. Ja, ich weiß nicht warum, weil mich das einfach so ärgert. Ich hätte wahrscheinlich, mein Manager hätte mir wahrscheinlich gesagt, magst du nicht am Spielfeld, sondern magst du in der Garderobe drinnen. Wahrscheinlich hätte ich ihm nachher meine Taschen in den Bugel reingekaut. Aber es ist halt nicht der Sport für mich. Ich brauche einen Körperkontakt. Und ich bin auch kein Einzelgänger. Das heißt, ich bin aufgewachsen in einer Mannschaft. Und der Einzelsport ist ein Wahnsinn, finde ich. Weil da musst du wirklich, da gibt es keine Ausrede, da bist nur du auf dich verantwortlich. Du kannst nicht einmal auf einen anderen die Schuld schieben, sondern du musst einfach die Kraut selber fressen, auf Deutsch gesagt. So ist es. Und jetzt würdest du mir auch mal wünschen, Teil von einem Team zu sein, also wirklich von einem Mannschaftssport zu sein. Weil ich glaube, es gibt dann schon, wenn man jetzt so als Tennisspieler unterwegs ist, international gibt es schon sehr viele einsame Momente, oder? Ja, natürlich. Also klar, man ist meistens mit dem Trainer unterwegs. Also mit dem kann man dann am Abend immer noch beim Abendessen viel reden und man hat es ist trotzdem eine coole Zeit. Aber trotzdem, es gibt extrem viele Momente, zum Beispiel wenn du dann ins Zimmer kommst, bist du halt alleine. Das halt eigentlich immer. Und deshalb muss man da schon schauen, dass man halt ein Typ dafür ist. Wie gehst du damit um? Also wie beschäftigst du dich dann? Oder wie hältst du auch Kontakt mit der Family? Ja, also ich mit der Familie habe ich jeden Tag Kontakt. Also mit denen schreibe ich, telefoniere ich jeden Tag eigentlich. Und man entwickelt dann über die Jahre einfach Sachen, die man halt dann extrem gern macht. Wie zum Beispiel, dass man sich dann halt am Abend, wenn man mit dem Training fertig ist, einen Film anschaut. Ja? Also das sind dann so Sachen einfach, das taugt mir extrem halt dann nach dem Abendessen am Turnier, wenn ich komplett erledigt bin, mich dann aufs Zimmer zu legen, meine Ruhe habe und dann einen coolen Film anzuschauen. Ja, das ist von dem her. Oder in Heli schreiben. Ja, oder mit dem Heli telefonieren. Ja. Oder dann mit einem Jahr ab und zu ein bisschen unterhalten. Was kommt von dir dann zurück? Ja, von mir, was kommt da von mir zurück? Also zum Beispiel das mit dem Urlaub, zum Beispiel, wie ich mal geschrieben habe, wie ich in Griechenland war und die Badeschlafen und das Wasser und das war schon wie Schäheli. Wie ich schon gesagt habe, du weißt schon, dass ich arbeiten gehe. Unterlass das bitte mit den Fotos, sonst muss ich da doch folgen. Oder wenn er zum Beispiel mit seinem Bruder von Paris mit dem Privatjet geflogen ist und ich habe ihn dann gefragt, wie das war und so, weil ich das auch schon mal gehabt habe und was für eine Freude er mir das erzählt hat, wie leibend das war und voll super. Und das sind dann solche Gespräche, da kann ich halt ein bisschen mitreden, weil ich es auch schon erlebt habe. Und so unterhalten sie dann wir zwei. Was euch beide ja durchaus verbindet, ist sozusagen die Bedeutung der Familie. Einerseits die Familie Team in Österreich kennt man. Heli, bei dir, du bist dreifacher Vater, dreifacher Großvater mittlerweile. Ja. Mit deiner Frau schon ewig zusammen. Du hast mir gesagt, ohne sie wärst du wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Ja, das ist ja so eine Redewendung in meinem Leben. Es ist halt immer so, das sagt man halt so. Vielleicht hätte ich mich auch irgendwo da gefangen oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt ehrlich nur gemeint, wenn man mit einem Partner zusammen ist und man hat von dem Partner den Respekt, ja, was auch ganz wichtig ist, auch weil er mein Partner ist, und auch auf die Menschen ab und zu auch hört oder viel hört, dann sieht man auch, was man dann für einen Erfolg hat. Und ich sage einmal, ich glaube zum Sagen, dass meine Frau ehrlich mir ein Benehmen beigebracht hat.
Hat lang gebraucht, aber sie hat es geschafft. Ja, ohne meine Frau, sage ich mal, glaube ich zum Sagen, war ich heute nicht da. Glaube ich zum Sagen. War jetzt der Heli war ungefähr so alt wie du, als er die Michaela geheiratet hat? Wie schaut es bei dir aus? Gibt es eine Freundin in deinem Leben? Nein, derzeit nicht. Nur der Heli? Nur der Heli. Ah, das ist nein, super. Derzeit gibt es keine Freundin. Nein. Ist auch, mit dem Reisen ist einfach extrem viel, wo dann die Zeit dafür fehlt. Aber wenn die richtige kommt, dann natürlich. Aber so ist es. Jetzt gerade genau nicht. So ist es. Wenn sie kommt, kommt sie. Wenn sie nicht kommt, ja, dann kommt sie halt nicht. Suchen tut man nicht. Der Sportler sucht nicht. Der Sportler wartet ab, bis es kommt. Und dann, wenn die richtige Frau kommen tut, dann lässt das nicht mehr aus. Wenn wir schon bei der Romantik sind, wie bist du eigentlich zum Heli gekommen grundsätzlich? Ich habe mit einer Tennisspielerin geredet und die hat gesagt, da gibt es einen Tätowierer in Wien, der ist ganz gut. Und der Antonitsch? Ja, genau. Ja, den kenne ich auch. Richtig, den habe ich auch schon tätowiert. Nein. Nein, Bruder. Im Bruder. Ja. Ja, richtig. Antonitsch ist auch Tennisspieler, der Vater. Ja, siehst du das? Über diese Information bin ich dann eigentlich dahergekommen und dadurch, dass ich eigentlich immer ein Tattoo wollte, war es dann eigentlich klar, dass ich zu ihm gehe. Ja. Sag's nur, da brauchst du nicht genieren. Ich hab mich umgeschaut nach Tattoo-Studios, aber das brauchst du nicht dazu. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe meine Mutter dann gefragt, was sie glaubt, was sie vom Heli halte, und sie hat gesagt, ja, dass der sicher gut ist, ja, und bin ich hingegangen. Das ist nicht gelogen, Heli. Das glaube ich nicht. Die Mama war ja auch schon da. Ja. Was hat sich die Mama stechen lassen? Na, die Mama ist super. Das erzählst du mal. Du weißt ja die Geschichte von der Mama, ne? Also, mit der Wette, oder? Ja, also alles hat so begonnen, wie der Tommy damals in Indian Wells gespielt hat bei dem 1000er Turnier. Und da ist die Mama hingeflogen mit ihm und hat gesagt, wenn er das Turnier gewinnt, dann lasst er sich ein Tattoo machen, weil sie war eigentlich immer ein bisschen dagegen. Und dann hat er das Turnier wirklich gewonnen und hat es aber hat ganz schlecht lassen. Gespielt. Hat schlecht gespielt und darum hat sie das auch gesagt. Genau, also es war sie hat sich nicht gedacht, dass er schaffen wird. Ja, genau, weil es war eigentlich in der Zeit, wo er wirklich nicht gut gespielt hat eigentlich und eigentlich fast keiner wie möglich hielt, dass er das Turnier gewinnt. Und dann hat er es letztendlich wirklich gewonnen und dann hat er sich eins machen lassen. Und so hat es dann begonnen. Und jetzt in Vor Kitzbühel hat es das Gleiche wieder gesagt. Also er hat gesagt, wenn er das gewinnt, das Turnier, dann lässt er sich die Gams tätowieren, die Mama. Und letztendlich hat er es wirklich gewonnen und jetzt hat es die Gams tätowiert. Ja. Und du hast es stechen dürfen, Heli? Na, selbstverständlich. War eine ganz super Sache. Da habe ich die Mama dann kennengelernt. Und muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dann eigentlich das erste Mal richtig gemerkt, dass die Familie, Team eigentlich wirklich zusammengewachsen ist. Und weil ich natürlich auch frage und neugierig bin, das ist eh ganz klar, und gefragt habe und reden tue, mir das Bild selber machen tue. Also ich weiß, dass die vier Teams ein gutes Team ist. Und das gefällt mir. Weil es ist für mich auch ganz wichtig, die Familie und die zusammenhalten tut, hat man viel mehr Erfolg, als wenn man auch nicht um ein Dumm rennen tut. Und also die Familie kann da schon sehr viel helfen. Auch wenn es da schlecht geht. Nicht nur, wenn es da gut geht, sondern wenn es da schlecht geht, das ist ja meistens das Wichtigste. Nicht? Wenn es uns gut geht, braucht man ja eigentlich im Prinzip nicht die Familie so, weil dann geht es uns ja eh gut. Aber wenn es uns nicht gut geht, weil uns irgendwas bedrücken tut, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir unsere Familie anrufen können und wir werden nicht gekriegt oder gemobbt, wie man da heutzutage sagt, sondern einfach, ja, man hört nur positive Sachen und dann rappert man sie wieder auf und das ist gut. Und so ist es, wenn man eine gute Familie hat und wenn der Bruder einem auch hilft und sagt, ja komm, das schaffst du schon, heute hast du Arsch gespielt, aber musst du es besser. Das ist einfach, das ist, wenn das die Familie sagt, dann ist das was anderes, als wenn es irgendeiner sagt. Der Zusammenhalt ist einfach wichtig. Ja, das stimmt. Der Tommy hat aber noch nichts tätowiert, oder? Der Tommy hat noch kein Tattoo, nein. Ah, ich weiß aber schon, der Tommy wird auch nie eins bekommen. Weil der Tommy ist der Einzige der Familie, der was sagt, bevor ich mich tätowieren lasse, dann gehe ich auf zum Tennis spielen. Ihm gefällt es nicht. Ihm gefällt es nicht. Moritz, jetzt hast du unter Anführungszeichen das Pech, dass du einen großen Bruder hast, der in derselben Sportart ein Weltstar ist. Wie geht es dir damit, dass du in Bezug auf Tennis ständig mit deinem Bruder verglichen wirst? Also ich habe das schon oft gehört, auch von Leuten, ja, dass das halt, warum ich auch den Sport mache wie mein Bruder, weil er ist so gut darin, warum ich nichts anderes mache. Und für mich ist das jetzt eigentlich kein Nachteil oder
oder irgendwas anderes, wenn mein Bruder so gut ist. Also ich freue mich extrem für ihn, bin extrem stolz auf ihn und ich wäre auch nie in irgendeiner Form neidisch auf ihn. Also das ist einfach was, ich spiele es für mich selber und alles, was ich erreiche, das erreiche ich für mich selber, wo er mir eigentlich nicht geholfen hat. Und das sind dann halt einfach, das sind dann einfach die Momente, die halt extrem gut sind, wenn man dann selber eigentlich was schafft und für sich selber dann sagt, ja, das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass das auch so gut geht bei mir. Und deshalb ist das für mich jetzt eigentlich kein Nachteil. Es ist eigentlich ein Vorteil, weil ich habe immer ein Vorbild eigentlich und deshalb passt das gut. Ja. Marit, du bist jetzt 19. Wie zufrieden bist du mit deinem bisherigen Karriereverlauf? Ja, also ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, weil ich den Sprung, den ich gemacht habe, einfach von jetzt in den letzten 2-3 Jahren, da ist schon relativ viel weitergegangen. Und natürlich, es gibt Spieler, die in meinem Alter dann auf 200 stehen in der Welt. Das wird halt bei mir einfach nicht spielen, weil ich einfach körperlich nicht so weit bin, dass ich das Niveau jetzt halt schon spiele einfach. Deshalb muss ich halt einfach schauen, dass ich einfach weiter trainiere und schaue, dass es Stück für Stück weitergeht. Also bei mir wird sicher jetzt nicht der Domsprung kommen wie bei anderen, sondern es wird sicher langsam Stück für Stück weitergehen. Ja. Ich trainiere weiter, mir macht das extrem Spaß und ich schaue einfach, wie weit mich der Weg bringt. Ja. Du hast ja für die Tenniskarriere auch die Schule vorzeitig abbrochen. War das dann nicht mehr vereinbar? Nein, weil das Problem ist, in Österreich ist es ziemlich schwierig, ein gutes System zu finden, wo Sport und Schule unter einen Hut kommt. Und deshalb habe ich dann letztendlich gesagt, dass ich mich für den Sport entscheide, weil es einfach das ist, was ich lieber mache und was mir einfach mehr taugt. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Also es hat lang funktioniert, aber wie ich dann einfach extrem viel weg war, ist dann einfach niemand mehr klarkommen. Ich bin nicht mehr klarkommen mit dem Lernen. Die Lehrer sind dann halt nicht mehr damit klarkommen, dass ich so viel weg bin. Und ja, ich glaube, das letzte Schuljahr, was ich gemacht habe, war ich im zweiten Halbjahr, war ich dann, glaube ich, 3 Wochen in der Schule insgesamt. Also bitte nur Jäger wie? Also nicht viel, ne? Ja, du brauchst das nicht erzählen, sondern ich habe es auch so gehabt wie du. Wie war das bei dir? Ja, ich habe schon früher gewusst, dass die Schule für mich nichts ist und habe schon früher mit der Schule aufgehört. Also ich habe nicht so lange warten müssen. Beziehungsweise sie wollten die wahrscheinlich gar nicht auf der Schule haben, oder? Ja, ich habe im Prinzip ehrlich gesagt, so ist in der Schule, habe ich mich nicht zurechtgefunden, ich bin mit den Lehrern nicht zurechtgekommen. Also ich habe ein paar Schulen besucht, aber ich habe einfach meinen richtigen Lehrer nicht gefunden. Mein Meister. Ja, Meister. Aber ja, nein, die Schule war für mich ehrlich. In der Schule hat es nur drei Fächer für mich gegeben. Das war Religion, Zeichnen und Turnen. Da war ich der Beste in der ganzen Schule. Aber dann ist es bergab gegangen mit den anderen. Aber ja, wichtig ist ja das, dass man ein Ziel hat und dass man das Ziel dann weitergeht, dann hat man keine Probleme, wenn du vielleicht keinen Schulabschluss hast. Sondern es kommt ja immer darauf an, was man aus seinem Leben machen tut. Das heißt, ich kenne ja Leute, die einen Schulabschluss haben und kommen mit einem Leben auch nicht zurecht. Witzig ist das, dass du weißt, wo du hinkehrst und was du zum Tun hast in deinem Leben. Oder dass du den Weg findest, wo du halt hinkehrst oder hin willst. Marit, hast du Sorgen, dass du irgendwie jetzt was riskiert hast und vielleicht dann sollte das aus irgendeinem Grund mit der Karriere nicht klappen, dass du dann irgendwie überbleibst? Nein, überhaupt nicht, weil es vergessen die Leute immer, dass man eigentlich mit dem Sport eine Ausbildung mitmacht. Es gibt einfach unzählige Möglichkeiten, wo man dann arbeiten kann und man lernt mit Leistungssport, lernt man dann trotzdem eigentlich Disziplin und lernt dann andere Sachen einfach schneller. Also wenn man dann 10 Jahre im Leistungssport drin ist, dann hat man einfach eine andere Einstellung zum Leben und deshalb ist das dann einfach auch kein Problem, wenn man es dann halt mit dem Sport nicht schafft, wenn man trotzdem in anderen Gebieten einfach die Disziplin dann hat, dass man das dann macht und deshalb kommt man immer als Sportler dann weg eigentlich, ja. Und wenn wir mit denen spielen, gehen wir jetzt wahr? Ja. Du sagst ja immer, du willst zuschauen kommen, jetzt muss man... Zuschauen kann ich sowieso, aber irgendwann muss er damit sagen, wie man aufschlägt, ja. In der Südstadt. Das machen wir auch. Ja. Musst aber aufpassen, weil wenn ich aufschlage, kommt das Grundwasser. Nicht wegen einem Ballen, sondern weil ich mich entsprechend die Erde nehme. Das passt schon. Ich bin Sand rein. Wärst du ein Lefty oder ein Rechtshänder? Ja. Ein Rechtshänder. Rechtshänder. Ich bin ein Rechter, aber ich bin einfach so gut, weil ich kann mit dem Fuß genauso spielen wie mit der Hand und ich kann links spielen und ich kann rechts spielen.
Und gegen die spüle ich mit dem Schläger verkehrt. Das heißt, ich halte das, was das da tut, halt ich so und schieße mit dem Griff wieder zurück. Nein, das ist ein Spaß, das ist ganz klar. Du willst das sehen, ob ich es schaffe, dir einen Ball rüber zu spielen. Das schauen wir uns an. Ja. Ich meine, ich werde schon einen Ball umspielen können, aber ich habe damit gemeint, einen Ball umspielen, dass du am Tunnel erwischt. Das habe ich gemeint. Wenn ich das schaffe, hörst du es dein Leben lang. Du, der Heli wäre ja ein super Motivationstrainer, oder? Der Heli wäre ja Wahnsinn, ja. Ja, das kannst du machen. Den mit auf Turnier, dann kannst du den Gegner eigentlich gleich wegschmeißen, wenn er mit dem Den Gegner kannst du wegschmeißen, ja, das stimmt. Also das habe ich heute schon einmal erzählt. Ich glaube, das habe ich der Mama auch schon erzählt. Und ich habe dich auch gefragt, ob ich reinschreien darf, wenn ich zuschauen darf. Und so. Habe ich dich auch gefragt. Aber wenn ich reinschreie, weiß ich, dass du keinen Fehler mehr machst. Weil ich schreie nicht, mach jetzt, was du jetzt nicht zusammenreißen tust, warte auf die Tasten. Und dann müssen wir das anschauen. Dann glaube ich, ist es soweit. Dann laufe ich um mein Leben, ne? Ja, Spaß. Wenn man sich eure beiden Lebensläufe anschaut, kommt sie aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Einerseits Eli, du, der schon ein Elternhaus gehabt hat, aber quasi auf der Straße groß geworden bist. Und Moritz, du, der halt wirklich behütet in der Familie aufgewachsen ist. Bist du da beeindruckt, was er so aufgebaut hat? Also was mir halt am Heli extrem taugt, ist halt einfach, dass es einfach eine extrem eine ehrliche Person ist und es einfach geschafft hat, indem er einfach so lange gekämpft hat, bis er sein Ziel erreicht hat. Und jetzt, ich weiß nicht, ob es für ihn auch so ist, aber mir scheint so, als hätte er das Ziel erreicht und ist wirklich glücklich mit dem, was er macht. Und das ist echt dann, wo man wirklich Respekt davor haben muss. Und deshalb finde ich das wirklich beeindruckend. Und das taugt mir an ihm, ja. Ja, das ist so. Was kannst du von ihm lernen? Vieles. Sieben. Vieles. Also auf jeden Fall, dass man nie aufgeben sollte im Leben, wenn man einen Traum hat. Und dass man einfach immer weitermachen muss. Egal, ob es jetzt einfach Höhen und Tiefen sind, man muss immer weitermachen. Und irgendwann einmal hat man dann halt sein Ziel erreicht und dann ist man als Person auch einfach glücklich. Ja. Ja. Schon fast kitschig jetzt. Nein, das ist schon richtig. Es kommt immer darauf an, was man haben will im Leben. Das Kämpfen muss man eh so lange, bis man atmen tut. Es ist einfach so. Wir müssen so lange kämpfen, solange wir atmen. Das hört nicht auf. Du hast ja da irrsinnig viele Heiligenbilder, Engeln herumstehen. Bist du so ein gläubiger Mensch? Ja, ich sage einmal, ich bin gläubig geworden. Sagen wir so, ich bin einer, der was halt in die Kirchen geht. Das mache ich nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich bin dankbar und ich sage einfach so, ich bin dankbar, dass ich das machen darf und das, was ich gemacht habe in meinem Leben, dass ich das überhaupt erleben habe dürfen und dass es auch gut ausgegangen ist. Und da bin ich ein bisschen dankbar. Und zweitens ist es so, dass ich die Motive, für mich die besten Motive sind, was es gibt, weil Michelangelo und die ganzen Malereien, was da gibt in den Kirchen und so, tut mich so faszinieren, dass ich heute noch immer nicht vorstellen kann, wie kann man so etwas zeichnen. Das muss man sich einmal vorstellen können, wenn da eine Kathedrale oben ist, ich weiß es nicht, 40 Meter in der Höhe oder 30 Meter in der Höhe, du machst da oben ein Bild am Rücken und wenn du dann runterkreust, dass das alles passt. Und das ist für mich bewundernswert. Und die Zeit, heute Tag ist das kein Problem mehr. Aber in dieser Zeit, wo du das gemacht hast, muss das ein Wahnsinn gewesen sein. Dafür sage ich ja, sowas glaube ich gibt nicht mehr, kommt nicht mehr. Sowas gibt es nicht mehr. Das kommt nicht mehr. Moritz, wie schaut es bei dir aus? Spielt der Glaube in deinem Leben eine Rolle? Ich muss ehrlich sagen, nicht wirklich. Also ich bin jetzt kein gläubiger Mensch. Also ich glaube jetzt nicht an irgendwelche Sachen. Ich bin eher ein Mensch, der halt darauf vertraut, dass halt, wie zu sagen, auf die Natur, also dass es da jetzt niemanden gibt, der das alles erschaffen hat, sondern dass das wirklich einfach wissenschaftlich gesehen halt einfach wirklich alles durch die Natur entstanden ist. Also deshalb muss ich ehrlich sagen, wirklich gläubig bin ich nicht, nein. Weil unter Sportlern ist es ja durchaus doch weit verbreitet, dass es vielen eben auch Stütze ist. Also so von dem her kennst du das gar nicht. Nein, also extrem viele Sportler sind gläubig und schauen halt drauf, dass ihnen halt jemand hilft, das Match zu gewinnen zum Beispiel. Aber so bin ich überhaupt nicht, weil
meiner Meinung nach wird da niemand helfen, ein Match zu gewinnen. Das kannst du nur selber gewinnen oder verlieren. Und deshalb ist das für mich jetzt eigentlich nicht relevant. Ja. Was ich von dir erfahren habe, ist, dass du in deiner Freizeit irrsinnig gern kochst. Ja. Stimmt es, dass du sogar Buch führst über Rezepte und Ideen? Ja, das stimmt. Also ich habe meistens, wenn ich essen gehe, so ein kleines Buch dabei, wo ich dann Sachen reinschreibe, was mir extrem geschmeckt hat. Und aus dem dann halt versuche, Sachen zu kochen. Das ist extrem geil. Ja, ja, super. Aber siehst du, das ist meine. Da braucht man sich nicht genieren. Wenn einer so eine Maus hat, der tut gern kochen, hast du das dann nicht. Mega. Ja, finde ich super. Finde das wirklich super. Stehst du auch so wie hinterm Herd? Nein, der Herr ist da wieder ganz anders mit dem Essen. Ich esse alles, alles. Das heißt, wenn einer haben will, dass ich Vegetarier bin, bin ich Vegetarier, wenn er will. Und wenn einer haben will, dass ich einen Büffel zusammen fressen will, fress ich einen Büffel auch zusammen. Also im Prinzip sage ich, Essen ist für mich auch sehr wichtig. Nur bin ich halt einer, der was halt wirklich aufs Essen nicht aufpassen tut. Und ich schaffe mir leider immer alles ein. Und das ist halt nicht so gut, wie es wurde. Also ich gehe auch gerne essen. Aber ich habe nicht gewusst, dass der Moritz kochen tut. Das heißt eigentlich, im Prinzip hat jetzt jeder was gesagt, dass du irgendwann einmal bei mir zu Hause ein Menü kochen könntest. Und das werden wir machen. Das ist sicher super, das taugt mir. Voll super. Und das eigentlich ist alle Abend finden, dass es dann so schon ist, der Buch zum Ende geht und wir sind schon fast fertig und haben das eigentlich auch schon geschafft. So, schauen wir uns das einmal an, ha? Wie es ausschaut. So dann. So. Geht's? Ja. Bereit? Ja, geht schon. Boah, geil. Was sagst du? Unmenschlich. Muss so eine. Ich sage immer gern geisteskrank, schaut das aus. Ja, schaut unfassbar aus. Boah, super. Dir gefällt's? Vielen Dank, Heli. Habe ich gern gemacht. Schaut wirklich unglaublich aus. Vielen, vielen Dank. So soll es sein. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. So ist es. Wir sehen uns. Ja, und ich sage danke, dass wir zuschauen haben dürfen. Kein Problem. Kein Problem, gerne geschehen. Bis zum nächsten Mal. So ist es. Nächstes Mal, stimmt.